Das muss hier doch bleiben. Das ist doch wichtig. Das ist auch ein Zeichen der Geschichte des Saarlandes. Das ist hier irgendwie, ich sage heute, Kathedrale. Ich habe damals gesagt, die Chinesen würden das Werk abbauen, verschiffen, zu Hause wieder aufbauen und Eintritt verlangen. Also wir können direkt Eintritt verlangen, wenn es erhalten ist. Das ist das schnellste Weltkulturerbe der Welt. Wenn Sie überlegen, es ist im Sommer 86 als Kulturdenkmal ausgewiesen worden und dann im Winter 94 schon Welterbe. Da mussten die Pyramiden in Ägypten viel länger warten. Drei Menschen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass die alte Hütte noch steht. Heute erinnern sie sich an die Zeit zwischen dem letzten Stich und dem großen Tag 1994. Die Saarländerinnen und Saarländer fühlen sich echtamiert, dass unsere Hütte, dass unsere Hochofenzeile in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden ist, als erstes Industriedenkmal dieses Jahrhunderts. 1994, die Feierstunde. Oskar Lafontaine war sich damals der Bedeutung dessen bewusst, dass die Völklinger Hütte fortan Welterbe war. Bis es soweit war, war viel Überzeugungsarbeit nötig. Ein Abriss stand im Raum. Denkmalpfleger Norbert Mentgen war deshalb schon vor der Stilllegung klar, zu ihrem Schutz muss die Hütte zum Kulturdenkmal werden. Diese Überlegung hat Geschichte hier im Saarland, und zwar, weil die Denkmalpflege damals versucht hat, also vorher versucht hat, in Neunkirchen schon Teile der dort zum Abbruch stehenden Anlage zu erhalten. Und sie ist dort mehr oder weniger gescheitert, weil sie zu spät kam. Wir hatten zu der Zeit einen sehr agilen Landesdenkmalrat mit Herrn Professor Quasten, der dort über 19 Jahre Stellvertreter oder Vorsitzender war. Und der hat mich eines Tages angesprochen, ich müsse mir das hier mal unbedingt anschauen. Mentgen war schnell überzeugt. Gemeinsam mit dem Landeskonservator Peter Lüth stellte er die Anlage noch vor dem letzten Stich unter Denkmalschutz. Ein erster wichtiger Schritt. Doch das allein reichte nicht. Die Befürworter der Hütte mussten auch die Politik überzeugen und nicht zuletzt die Bürger. Im Januar 1987 gründete sich die Initiative Völklinger Hütte. Ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, die sich dafür einsetzten, dass die Hütte bleibt. Ich hatte, sagen wir aus der Tschechoslowakei, schon auch meine gewisse Erfahrung, dass man angefangen hatte zu diskutieren, dass man auch industrielle Fabriken lassen soll, weil das auch zu der Geschichte, der Historie des Landes und auch den Menschen gehört. Und das war das für mich irgendwie etwas Neues und Wichtiges und Schönes. Die enorme Bedeutung der Hütte für die ehemaligen Arbeiter und ihr Stellenwert in der Industriegeschichte, das beides sprach für die Erhaltung. Doch den Akteuren der Initiative Völklinger Hütte war bewusst, dass sie noch einen weiteren Trumpf hatten, um die Völklinger zu überzeugen, die Kultur. Jupp Feilen gehörte zu denen, die immer wieder Kulturveranstaltungen auf die Hütte holten, wie eine Samba-Techno-Show in den 90ern. Die ersten Veranstaltungen waren Supertramming in der Gebläsehalle hier, dann kam von Perspektiv die Theater aus Saarbrücken Veranstaltungen hierher. Und ich habe dann 89 den Eberhard Schöner hierher nach Völklingen geholt. Und das war halt die Idee, dass die Völklinger Hütte ein Kulturort wird, im allerweitesten Sinne. Superdrumming rückte die Völklinger Hütte 1989 national ins Blickfeld. Mit dem Beweis, dass eine alte Eisenhütte ein spannender Veranstaltungsort sein kann, hatten die Kämpfer für den Erhalt der Anlage ein weiteres starkes Argument gesammelt. Die öffentliche Wahrnehmung machte es den Abrissbefürwortern nun schwer. Die Initiative Völklinger Hütte hatte schon 1988 ein Gutachten erstellen lassen, wonach sich die rostenden Hochöfen für vergleichsweise geringe Kosten erhalten ließen. Ende März 1989 dann ein Teilerfolg. Der Stadtrat entschied, die Gasgebläsehalle zu erhalten. Die Abrissbefürworter haben davon geträumt, dass sie bei der Verschrottung einen Haufen Geld erzielen und die Fläche dann vermarkten für Investoren. Und das war eigentlich illusorisch, weil ein Großteil des Bodens war verseucht. Das wäre wahnsinnig teuer geworden.
Geld war ohnehin nötig, um das Gelände zu erhalten, das Saarstahl inzwischen zum symbolischen Preis von 1 Euro an das Land verkauft hatte. Norbert Mentgen hatte zu dieser Zeit erfahren, dass die UNESCO aktiv nach Industriedenkmälern suchte und witterte seine Chance. Bei der Überlegung, den Antrag Weltkulturerbe zu stellen, war die Hauptidee, das Objekt finanziell abzusichern. Es ist im Grunde genommen eine Riesenmaschine, die im Freien steht, also nicht in irgendeiner Halle, dass die sehr viele Kosten produzieren wird. Dass die Hütte als erstes Industriedenkmal zum Weltkulturerbe wurde, ist maßgeblich Mentgen zu verdanken. Er sammelte Daten über Industriedenkmäler, er ließ seine Kontakte spielen und baute Brücken, damit die UNESCO letztlich 1994 den Zuschlag gab. Der Rest ist Geschichte.